Erik hat von dieser verzweifelten Lage gesprochen, in der sich das Volk Israel befunden hatte. Das auserwählte Volk Gottes im Exil, weit weg von zu Hause, ohne Hoffnung. Doch diese Prophetie von Jesaja gibt neue Hoffnung. Hoffnung auf eine Rückkehr nach Jerusalem, Hoffnung auf Wiederherstellung, Hoffnung auf einen Neuanfang. Und mitten in dieser Prophetie sagt Gott von sich, dass er das Volk trösten wird, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ja, die meisten von uns haben den Trost der Mutter in ihrem Leben gespürt. Das sind heilende Worte, heilende Berührungen. Von dieser Person, mit der wir ja vor Geburt schon bereits verbunden waren und auch in den ersten Lebensjahren sicher die engste Verbindung hatten. Während den vergangenen Weihnachtstagen habe ich einige Zeit mit meiner Schwester verbracht und mit ihrem kleinen Baby. Und ich habe das Mädchen gehalten, getragen, geschmüselt, ich habe ihr all meine Liebe gegeben. Und doch braucht das Kind immer wieder einfach die Mutter. Die Mutter, die weiß, was das Weinen des Kindes jetzt bedeutet, ob es Hunger hat oder ob es müde ist oder ob es gewickelt werden sollte oder Nähe braucht. Doch nicht nur für Babys gilt diese enge Beziehung zur Mutter. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich bereits erwachsen war und meinen Eltern ein Erlebnis erzählt habe, das für mich sehr schmerzhaft war. Und ich kann mich erinnern, dass ich fast den Atem angehalten habe, um zu hören, was sie mir sagen würden, um den Trost aufzunehmen. Und die Worte meines Vaters habe ich sogar aufgeschrieben, um sie nicht zu vergessen, um sie zu bewahren. Ja, Kinder und ihre Eltern, sie sind unheimlich stark verbunden. Und niemand kann im Leben eines Kindes so viel bewirken, so viel Geborgenheit schenken oder mit Worten so viel Trost schenken, aber auch herunterziehen, wie die Eltern. Und mit dieser intensiven Beziehung, mit dieser Mutter, die Nähe und Trost spendet, vergleicht sich Gott. Natürlich sind die Beziehungen von vielen Vätern heute auch vergleichbar mit dieser Mutter-Kind-Beziehung. Es gibt beispielsweise Familienkonstellationen, wo der Vater mehr Zeit verbringt mit dem Kind als die Mutter. Aber bei dem Vaterbild der Antike, die Antike, wo dieser Text auch geschrieben wurde, da war der Vater ganz sicher nicht die Person, wo man Trost holen würde. Dem Vater schaut man eher mit Angst gegenüber oder zumindest mit Respekt, wenn man es dann wagte, und viel eher ging man zur Mutter. Die Mutter nimmt sich Zeit, sie schenkt Geborgenheit. Die Mutter weiß, wo der Schuh drückt, und sie vermittelt Trost. Gott will sein Volk trösten, wie eine Mutter das Kind tröstet. Was ist das für eine Zusage, mit der wir in dieses Jahr starten dürfen? Es ist so eine Zusage, die dir Gottes Herz offenbart. Indem Gott sich mit deiner Mutter vergleicht, sagt er dir: Bevor du geboren bist, habe ich dich bereits gekannt, dich bereits geliebt, dich bereits angenommen. Gott sagt mit dieser Aussage auch: Ich werde dich immer lieben. Nicht wegen dem, was du tust oder nicht tust, nicht wegen deiner Leistung, sondern weil du meine Tochter, mein Sohn bist. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Und Gott sagt mit dieser Aussage auch: Egal was du erlebst und ob du darin meine Nähe suchst oder nicht, ich habe das Beste für dich im Sinn. Ja, ich weiß nicht, ob du aus dem vergangenen Jahr vielleicht Lasten mitgenommen hast, welche Verluste du erlebt hast. Oder vielleicht hat das neue Jahr für dich bereits Kummer bereitgehalten. Gott ist dein Tröster. Gott speist dich nicht ab mit so einem billigen, ja, das wird dann schon wieder. Gott tröstet dich, so wie nur eine Mutter sein Kind trösten kann, indem er dir nah ist, indem er dir Geborgenheit schenkt, indem er dich wissen lässt, egal was geschehen ist, durch seine Nähe wird es tragbar. Gott tröstet nicht immer oder nicht unbedingt so, wie eine Mutter das auch nicht kann, indem er das Vergangene einfach ungeschehen macht. Aber sein Trost hilft dir, den Schmerz auszuhalten,
den Verlust anzunehmen und mitten in diesem Schwierigen zu wissen, dass Gott bei dir ist, dass du daran nicht zerbrechen wirst. Gott gibt dir Kraft und Mut, die Zuversicht, dass er dich nie im Stich lässt. Er lässt dich zur Ruhe kommen und er schenkt dir sich selber, seine Gegenwart inmitten der Not.